Bis gleich. Mein Name ist Kreisler, Peter Kreisler. Und ich bin in London unterwegs, undercover mit einer falschen Identität. Hier in der britischen Hauptstadt sitzen die Top-PR-Agenturen, spezialisiert auf politische Schmutzkampagnen weltweit. Das ist sehr gefährlich für unsere Demokratie. Eines der größten Probleme unserer Gesellschaft ist die geheime Meinungsmanipulation. Wir leben in einer Überwachungsökonomie. Wir haben unsere eigenen Medien, wir brauchen sie nicht mehr lange. Brandstifter! Brandstifter! Was sehe ich da für Werbung? Wer bezahlt das? Wo kommt das her? Ist das wahr, was da steht? Es wird mit möglichst viel Dreck geworfen, weil irgendwas schon hängen bleiben wird. It's a war for the mind. Es ist ein Krieg um Überzeugung. Wer die Schlacht gewinnt, hat die Macht. Sie agieren im Hintergrund, doch ihre Botschaften erreichen Millionen. Sie beeinflussen Wahlen und politische Abstimmungen. Wie arbeiten diese digitalen Strippenzieher? Wie funktioniert die Meinungsmanipulation im Netz? Der Zugang in diese Welt kann nur verdeckt gelingen, mit falscher Identität. Warum wir dieses ungewöhnliche Experiment planen? Weil wir mittendrin sind im Superwahljahr 2021. Der Wahlkampf verlagert sich immer mehr ins Netz. Politiker zeigen sich volksnah auf digitalen Marktplätzen wie Twitter, Facebook, Instagram. Dann sitze ich da bis 3, 4 Uhr und schaue diese Serien an. Das Internet als Wahlkampfarena. Wir finden, dieses Verbrechen muss endlich ein Ende haben. Niemand kann sich leisten, auf die schier unendlichen Möglichkeiten zu verzichten. Noch einmal viel Kraft für alle, die dort trauern, für alle, die dort Aufbauarbeit zu leisten haben. Und danke noch einmal an die vielen Helferinnen und Helfer. Sie alle kämpfen um unsere Gunst, denn Klicks und Likes versprechen Stimmen an der Wahlurne. Messertote, Vergewaltigungen, Klankriminalität. Sieht so die Realität in Sachsen-Anhalt aus? Eine Mixtur aus Fakten, Halbwahrheiten und gezielten Lügen. Vor allem die sozialen Medien sind ein Schattenreich der Desinformation. Allerdings hochwirksam. Wer das Netz verstanden hat, kann Entscheidungen herbeiführen, die kaum jemand für möglich gehalten hat. Der Brexit der Briten oder die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten. In beiden Fällen haben PR-Agenturen einen entscheidenden Beitrag geleistet. Zurückbleiben zerrissene Gesellschaften, erschütterte Demokratien. Haben die umstrittenen PR-Firmen auch Deutschland im Visier? Wie transparent und fair wird unser digitaler Wahlkampf ablaufen? Im Regierungsviertel bin ich verabredet mit dem grünen Politiker Konstantin von Notz. Er sitzt im Geheimdienstausschuss und ist ständig mit der digitalen Bedrohungslage unserer Demokratie konfrontiert. Also ich glaube erstmal, dass es illegitime Einflussnahme auf Wahlen, Wahlprozesse, demokratische Diskurse schon jetzt gibt, jeden Tag. Und dass man sich wirklich im Hinblick auf Manipulation von Wahlen, Zersetzung von Demokratie in einem ernsten Ausmaß, dass man sich damit richtig auseinandergesetzt hätte, das ist leider nicht passiert. Man hat das liegen lassen und was wir eben auch als schweres Versäumnis empfinden, man hat sich nicht in der Rückschau angeschaut, was ist vielleicht schon 2017 passiert und was können wir lernen, um besser zu werden. Und insofern muss man da schon Sorgen haben. Wir werden einfach mit diesem Problem in diese Wahlen reinlaufen. Wären internationale PR-Profis tatsächlich bereit, sich in den deutschen Wahlkampf einzumischen? Würden sie ihr Know-how aus dem Brexit oder der Trump-Wahl auch bei uns einsetzen? Um das herauszufinden, brauche ich eine neue Identität. Denn in diese Welt haben Journalisten keinen Zutritt. Winter 2020. Ich bereite alles von langer Hand vor. Ab jetzt heiße ich Hans-Peter Schwarz. Mein neuer Job? Wahlkampfstratege.
Als dieser muss ich jetzt im Netz digitale Spuren hinterlassen. Wer mich googelt, muss auch Bilder von mir finden. Eine PR-Agentur in Berlin hilft mir dabei. Auf dieser Webseite muss mein Gesicht angeschnitten sein, unscharf sein. Weil diese Werbeagenturen in London, die werden die Bilder von mir nehmen und es digital checken, ob ich tatsächlich Hans-Peter Schwarz bin. Das muss natürlich sein und als wenn es hingegossen wäre. Dabei sagt man immer, Fotografie lügt nie. Aber ja, das ist auch schön. Guck nochmal hier. Du kannst auch nochmal gucken, dass du wie so ein nachdenklich oder so, dass du auch nochmal was vor dem Mund hast. Du hast so. Ja, genau. Ja, genau, dann erkennt man dich wirklich nicht. Geht das so mit der Hand? Gar nicht so leicht. Wir machen Fotos, auf denen der Wahlkampfstratege Hans-Peter Schwarz zu sehen ist und ich als Journalist Peter Kreisler nicht zu erkennen bin. Von ihm habe ich den neuen Namen. Mein Freund Hans-Peter Schwarz. Er kauft für mich mit seinem Personalausweis eine Handy-SIM-Karte. Wer nun meine IP-Adresse im Netz sucht, wird seinen Namen finden. Das ist quasi meine Eintrittskarte in die dunkle Welt der digitalen Wahlkampfkampagnen. Meine Identität, ja? Gebe ich dir. Bisher kein. Super, dass es geklappt hat. Loslegen. Jetzt brauche ich eine Partei, in deren Namen ich als Wahlkampfmanager auftreten darf. Die Großen kommen dafür nicht in Frage. Aber ich finde die Partei. Hinreichend klein, als Satirepartei kaum politisch zu verorten. Ihr Vorsitzender, Martin Sonneborn, macht den Schwindel mit. Freut sich auf seine Art. Ich habe einiges an unseriösen Dingen getan, aber sowas noch nicht. Also Respekt, wenn das klappt, finde ich sehr aufklärerisch. Und für uns natürlich auch interessant. Ich meine, wenn man lernen kann, wie kleine, populistische, unseriöse Parteien agieren und an die Macht kommen, dann interessiert uns das natürlich besonders. Ich bin da wirklich sehr gespannt, ob die da uns nicht auf die Schliche kommen, weil es ist eigentlich ziemlich gewagt, einfach mit so einer Satirepartei. Aber du hast ja, deine Reden werden ja auch für bare Münze genommen, oder? Wenn du da, ja, also Ausländer verstehen natürlich nicht genau, was ich mache, aber sie sehen, dass die Klickzahlen relativ groß sind, über 1 Million. Und das nehmen sie einfach als, das ist bare Münze da. Und ich meine, wir haben 280 Mandatsträger, wir sind im Europaparlament mit einem Mandat, wir sind im Bundestag mit einem Mandat. Von außen sieht das schon irgendwie, also nach einer Partei aus, glaube ich. Vielleicht beißen die an, das wäre ja super. Ja, also wenn du Geld brauchst, wir haben ein Etat von ungefähr 480 Euro. Meine besten Wünsche, begleiten Sie, Herr Schwarz. Geld fließt natürlich nicht. Und auch die Partei spielt bei diesem Experiment umsonst mit. Weltweit bieten rund 500 PR-Agenturen politische Kampagnen an. Ein boomender Markt. Wir haben die 10 wichtigsten Akteure identifiziert. An die wollen wir ran. 8 von ihnen sind in London ansässig. Hier sollen die Besten der Besten sitzen. Darunter auch ehemalige Mitarbeiter von Cambridge Analytica, der Firma, die den ersten großen Skandal im digitalen Wahlkampf auslöste. 2016 missbrauchte sie die Daten von rund 70 Millionen US-Facebook-Nutzern, um US-Wählerinnen und Wähler zu manipulieren. Profitiert hatte damals Donald Trump. Cambridge Analytica gibt es nicht mehr, doch das Know-how dieser Firma wirkt weiter. Meine Identität als Hans-Peter Schwarz steht. Neue Arbeitsecke, neue SIM-Karte. Nichts kann im Netz mehr mit mir selbst, dem Journalisten, verbunden werden. Wer meinen falschen Namen googelt, findet mich sofort als Wahlkampfstratege von Die Partei. Aus dem Parteibüro in Berlin-Kreuzberg schicke ich über den Parteiserver meine Anfragen an die 10 PR-Agenturen raus. Sabine, wie war nochmal euer WLAN? Ich beschreibe meinen neuen Arbeitgeber, die Partei, als eine aufstrebende, populistische Partei mit 50.000 Mitgliedern. Populär im Netz, erfolglos an der Wahlurne. Ich vermeide politische Inhalte, verschweige, ob wir rechts oder links sind. Ist es denkbar, dass internationale Agenturen tatsächlich auch im deutschen Wahlkampf mitmischen würden? Welche politischen Themen werden Sie vorschlagen, um in Deutschland Stimmen zu holen?
Jetzt heißt es warten. Währenddessen läuft in Sachsen-Anhalt der Landtagswahlkampf in die heiße Phase. Hass und Wut aus dem Netz entladen sich hier auf der Straße. Die AfD ist die Antithese zum vaterlosen Altparteien-Establishment. Und wenn die Antideutschen, wie sie sich auch selbst nennen, uns bekämpfen, dann zeigt das uns doch nur, wir sind auf dem richtigen Weg und wir werden so langsam für die da drüben eine echte Gefahr. Und das ist auch gut so. Die da drüben, das sind die linken Gruppen, die am Rand protestieren. Immer wieder kommt es zu Handgreiflichkeiten. Die Stimmung ist aufgeheizt, wie mittlerweile so oft in Deutschland. Wählt die AfD und macht uns so stark, dass wir die Putschisten zum Aufgeben zwingen können. Widerstand an der Wahlurne! Die Londoner Agenturen haben uns noch nicht geantwortet. Wir fahren weiter nach Halle. Vor 2 Jahren hat hier ein rechtsextremer Terrorist, aufgehetzt durchs Internet, eine Synagoge angegriffen. 2 Tote, mehrere Verletzte. Graffitis erinnern an das Trauma. Bis heute ist die Stadt nicht versöhnt, schon gar nicht im Wahlkampf. Wer sich hier gegen rechts engagiert, wie die Abgeordnete Henriette Quade, wird mit digitalem Hass überschüttet. Sie sind eine verabscheuenswerte Kreatur, hässlich wie die Nacht und dumm wie Brot, bezahlt von meinen Steuern. Schade, dass es Sie nicht getroffen hat oder Ihre Brut. Sicher gut abgeschirmt und bewacht, fernab von der Molukken-Realität in bewachter Villa mit Privatschule für Ihre Belger. Oder eventuell werden Sie oder einer Ihrer Angehörigen ja mal Opfer. Oder verschiedene Beleidigungen, die hat doch nur Scheiße im Hirn, sofern bei einer Amöbe überhaupt noch Platz vorhanden ist. Ja, das sind so die Sachen, die halt regelmäßig kommen, die völlig normal sind. Das ist eine Stimmung, die geschürt wird. Es gibt sozusagen ein Mehrheitsgefühl, es gibt eine Feindbestimmung und es ist eine Enthemmung. Der Radikalisierung und der Enthemmung der Sprache folgt die Radikalisierung und die Enthemmung der Gewalt. Und natürlich, wir sind hier in Halle. Es ist keine 2 Jahre her, dass wir hier den schwersten rechtsterroristischen Anschlag in der Geschichte dieses Bundeslandes erlebt haben. Und natürlich hat das auch was mit solchen Kampagnen zu tun, die Stimmung schüren, die Hass schüren, die Argumente für Gewalt liefern. Und das müssen Sie sich vorwerfen lassen. Der Täter von Halle streamte live, wie er Menschen erschoss. Er radikalisierte sich durch den Hass im Netz. Auch die britische Abgeordnete und Brexit-Gegnerin Jo Cox wurde Opfer eines Anschlags. Ihr Mörder digital aufgehetzt durch die Vote Leave-Kampagne. Einer der Profis in dieser PR-Schlacht. Thomas Borwick, Chef der PR-Agentur Cantor Systems, die weltweit Wahlkämpfe betreut. Er beriet die Skandalfirma Cambridge Analytica, war technischer Chef der Vote Leave-Kampagne, die zum Austritt aus der EU führte. Seine digitalen Wahlkampfmethoden sind höchst umstritten. Auf meine E-Mails hat seine Firma nicht reagiert. Jetzt versuche ich es als Wahlkampfstratege Hans-Peter Schwarz telefonisch. Ja, hi, it's Hans-Peter Schwarz calling from Germany. We are a German party. We're looking for support for election campaign for the next super election year in Germany, and we would like to get in touch with Cantor Systems. Und tatsächlich werde ich sofort mit Thomas Borwick verbunden. Ja. Er ist interessiert, mich kennenzulernen. Okay, Thomas. Then I send you tomorrow morning an email. Yeah. Okay. Bye, bye. Wir treffen uns im Mai. Also ich meine, das ist doch super. Also das ist echt, bin ich jetzt ein bisschen platt, muss ich ehrlich sagen. Jetzt bereite ich mich vor für eine Videoschalte. Eine zweite Agentur hat angebissen, Curson PR.
Eine Kollegin aus Indien ist als erste zugeschaltet. Curzon PR, eine global agierende PR- und Kampagnenagentur. CEO Farzana Baduel machte PR für Aserbaidschan, China, die Ukraine und Russland. Auch sie war beteiligt an der Vote Leave-Kampagne. Farzana Baduel sitzt in London. In der Videoschalte kommt sie gleich zur Sache. Mit unseren digitalen Methoden können wir genau erkunden, wie die Wähler ticken, was sie wollen. Und wenn wir das wissen, können wir sie auch manipulieren. Aber wie funktioniert das genau? Du musst in das Gehirn der unentschiedenen Wähler eindringen. Der beste Weg, sie zu beeinflussen, ist eine Schmutzkampagne. Dafür brauchst du unschöne Details deines Gegners. Wenn die veröffentlicht werden, beschäftigt er sich mit der Verteidigung und kann keine eigenen Themen mehr setzen. Farzana Baduel schlägt mir vor, einen Detektiv zu engagieren, der uns ein schmutziges Dossier über den politischen Gegner erstellt. Im Mai fahre ich nach London. Inzwischen hat noch eine dritte Top-Agentur angebissen. Wie die anderen, Spezialisten der digitalen Manipulation. Ihr Meisterstück, der Brexit. Das Spiel beginnt. Ich checke in einem der teuersten Hotels ein. Das Savoy. Bekannt als Treffpunkt für konservative Strippenzieher aus aller Welt. Ich habe drei Verabredungen. Präpariere meine versteckte Kamera. Ich bin nervös. Was, wenn sie die Kamera entdecken? Lassen sich ausgerechnet PR-Profis so einfach täuschen? Ich bin gespannt, ob sie überhaupt etwas von ihrem Know-how preisgeben. Als erstes bin ich mit Farzana Baduel zum Lunch verabredet. Hi, Hans-Peter Schwarz, I'm with Farzana. Sorry, I'm a little late. Hi. How are you doing? Sorry, I'm a little late. So that's... Wir treffen uns im traditionsreichen und exklusiven Arts Club. Es gibt Sushi und Weißwein. Und dann? Nichts. Relevante Informationen fließen nicht. Nicht ohne Vertrag und Verschwiegenheitserklärung. Außer Spesen nichts gewesen? Immerhin die Rechnung. Ich schätze, einige 100 Euro übernimmt Farzana Baduel. Der zweite Termin muss klappen. Auch er findet im feinen Westminster-Bezirk statt. Die Agentur Kantor erwartet mich. It's good location, come on. Wonderful. How do you do? How do you do? So it's a little bit. Westminster Abbey and obviously gorgeous. Yeah, how you get this good location? I mean, is that difficult? Lots of hard work. Cool. And would you like a tea or coffee or anything? I go for tea, why not? Tea? Tea would be. Very nice to meet you. Nice to meet you. Oops, sorry. And how do you pick your tea? With milk and sugar. Jetzt sitze ich am Tisch mit Thomas Borwick, dem angeblichen Meister der Manipulation. Am Laptop sein Mitarbeiter Jason McKenzie. Angst erzeugen ist definitiv ein Mittel für unsere Kampagne. Hoffnung, Liebe, Angst, Wandel. All solche Dinge sind wirksam. Wir müssen diese Gefühle aber mit konkreter Politik verbinden. Einfache Botschaften, die beim Publikum ankommen und so ihre Gefühle und Gedanken verändern. Die Vote Leave Brexit Kampagne war dafür ein gutes Beispiel. Ich habe die einfachen Botschaften der Brexit-Kampagne noch glasklar vor Augen. Die EU-Gegner pushen den Nationalismus und spielen mit der Angst vor Überfremdung, warnen vor einer Flut türkischer Migranten. Oder der sogenannte Lügenbus. Mit einer Fake-News-Botschaft tourt Boris Johnson durchs Land. 50 Millionen Pfund täglich müssten die Briten nach Brüssel überweisen. Die Zahlungen von Brüssel nach Großbritannien wurden nicht erwähnt. Ich zeige mich aufgeschlossen gegenüber allen populistischen Möglichkeiten. Was könnte für Deutschland ein Slogan sein, der zündet?
Es gibt 30.000 Migranten in den Gefängnissen. Wollen wir wirklich jedes Jahr Millionen Steuern dafür bezahlen oder wollen wir sie nicht lieber in ihre Heimatländer deportieren? Borwick sagt, so etwas würde funktionieren. Der Trick sei, diejenigen zu finden, bei denen diese Botschaften verfangen. Das wiederum sei einfach. Wir werden eine Art Datenmodell der Wähler herstellen. Das bedeutet, wir teilen die Wähler in verschiedene Gruppen ein und analysieren genau, wen wir wie ansprechen müssen. Sobald wir wissen, welche physischen Merkmale vorliegen müssen, damit sich Menschen für die Partei interessieren, kaufen wir uns die Daten genau dieser Leute. Und woher bekommen Sie die Daten? Von Facebook? Ach, da gibt es verschiedene Anbieter. Und dann sagt man einfach, man wolle die Daten von 2 Millionen Menschen. Von allen im Land, die diese Merkmale haben. Von allen? Von allen mit diesem bestimmten Profil. Daten sind das Gold des Internetzeitalters. Aus unseren Klicks können PR-Strategen wie Borwick ableiten, wie wir denken und fühlen. Sie stützen sich dabei auf Forschung an der Universität Cambridge. 10 Facebook-Likes oder andere Informationen, sogenannte Datenpunkte, reichen aus, eine Person besser einzuschätzen als ein durchschnittlicher Arbeitskollege. 70 Likes toppen die Menschenkenntnis eines Freundes, 150 die der eigenen Eltern. Mit 300 Likes können Datensammler das Verhalten einer Person besser vorhersagen als der eigene Partner. Trumps Wahlkämpfer hatten, geschätzt, 500 bis 2500 solcher Informationen eines jeden US-Bürgers. Thomas Borwick ist davon überzeugt, dass er Menschen beeinflussen kann, wenn er nur genug über sie weiß. 70% der Menschen, die diesen Slogan im Netz sehen und gut finden, werden die Partei anschließend unterstützen. Bye bye. Sie kommen mir vor wie Datenjongleure, für die alles möglich scheint, die offenbar gewissenlos mit den Emotionen der Menschen spielen. Ist das nur Angeberei? Werden unsere Daten tatsächlich so ausgespäht? In London treffe ich den Datenexperten und Wissenschaftler Ben Scott. Er war im Wahlkampfteam von Hillary Clinton und berät europäische Regierungen sowie die EU-Kommission. Wird unsere Demokratie unterwandert? Ist das ein Risiko? Es ist kein Risiko, es ist Realität. Ich garantiere Ihnen, dass das jetzt gerade in Deutschland passiert. Ihr Versuch zeigt, dass es kein Problem ist, die digitalen Medien zu nutzen und damit Geld zu verdienen, Stimmen zu verschieben und die öffentliche Meinung zu drehen. Das machen sie. Sie machen das für inländische Akteure und sie machen das für ausländische Akteure, die die gleichen Möglichkeiten nutzen. So, taking advantage of this Wild West of a new media. Sie nutzen die Wildwestökonomie der neuen Medien zu ihrem Vorteil. Sie verletzen die Privatsphäre der Menschen, um heimlich auf ihre Daten zuzugreifen und Dinge über sie zu erfahren. Sie verschicken Nachrichten, um sie zu manipulieren. Sie verbreiten Desinformation und stellen Verschwörungstheorien auf, die die Politik ins Chaos stürzen. Das ist das Problem, mit dem wir in der modernen politischen Debatte konfrontiert werden. Es handelt sich hier nicht um ein theoretisches Problem, sondern um eine ernsthafte Gefahr. Ben Scott zeigt mir, mit welcher Methode Donald Trump an Informationen über 200.000 Katholiken gekommen ist. Mit Geofencing. In einer x-beliebigen Stadt gehen Menschen sonntags in den Gottesdienst. Um die Kirche ziehen die Datensammler einen virtuellen Zaun. Und jeder, der diesen Bereich betritt, wird über seine Handykennung erfasst. Wenn die Gläubigen die Kirche wieder verlassen, können die Datensammler sehen, wie und wohin sich die getrackten Katholiken bewegen. Die Geofence-Software folgt ihnen bis nach Hause. Mit diesen Daten kann der nun gläserne Christ gezielt beworben werden.
Und dann haben diese Leute keine Ahnung, dass ihnen das angetan wurde, dass ihre Privatsphäre verletzt wurde. Das ist alles Teil des Geschäftsmodells. Auch in Deutschland sind solche Methoden längst etabliert. Wie kann das sein? Im Regierungsviertel treffe ich Tobias Schmidt, Vorsitzender der Europäischen Medienaufsicht. Er berät die EU-Kommission bei der Regulierung des Internets. Das Problem, sagt er, sind die Plattformen und Entwickler, die sich von niemandem in die Daten schauen lassen. Es gibt für uns, für die Medienaufsicht, keine Möglichkeit zu überprüfen, wie diese Mechanismen überhaupt funktionieren, auf was sie zugreifen. Wahrscheinlich, aber ich kann nur spekulieren, ist es so, dass es schon möglich ist, unter Einhaltung des Datenschutzes am Ende Daten so ineinander zu schieben, dass sie auch daraus genug Erkenntnisse bekommen. Das erste Mittel, das wir stärken sollten, das wir nach vorne stellen sollten, ist Transparenz. Und Transparenz bedeutet auch, wir oder unabhängige Wissenschaftler, das ist mir ehrlich gesagt egal, müssen einen Zugriff auf diese Mechanismen haben, um zu verstehen, was da überhaupt passiert. Nur dann kommen wir zu einer echten Risikoeinschätzung. Aber, und das ist mir ganz wichtig, das ist nichts, was jetzt noch x Jahre Zeit hat. Denn Hetze und Fake News, die uns beeinflussen sollen, sind im deutschen Wahlkampf längst angekommen. Wer in private Sphären eindringt, kann Menschen gezielt politisch manipulieren. Falsche Zahlenspiele finden wir etliche im Netz. Die Prioritäten der Bundesregierung. Flüchtlingshilfe 2019, 23,1 Milliarden Euro. Flutopferhilfe 2021, angeblich nur 0,3 Milliarden. Wird sicher erst nach der Wahl erwähnt. Krankenkassen. Beiträge sollen um 40% steigen. Genauso gelogen wie dieser Post. Der Staat greift nach den Kindern. Natürliches Elternrecht soll ausgehöhlt werden. Vieles wird in einen Gag verpackt. Wen interessieren schon Inhalte, wenn man so ein geiler Typ ist? Botschaften wie diese verbreiten sich millionenfach durch uns selbst. Aber was, wann, wo, von wem gepostet wird, weiß niemand. Man weiß nur, dass die Posts auf den Handys derer landen, die dafür empfänglich sind. Ein neuer Volkssport ist entstanden. Ich besuche jemanden, der regelmäßig postet. Berlin-Wannsee, nach Feierabend. Peter Thies ist Arzt, Mitte 60, Vater von zwei Kindern und Mitglied im Ruderclub. Er schickt mir, was letzte Woche so bei ihm aufgelaufen ist. Ein bisschen. Baerbock-Witze. Sie verwenden ungern eigenes. Oder es geht gegen politisch korrekte Sprache. Aus Angst vor Rassismusvorwürfen, Handel nimmt schwarzen Tee aus den Regalen. Gegen wen geht es da hauptsächlich bei den Sachen, die Sie kriegen? Man kann das nicht so sagen. Also es trifft da auch CDU-Leute, es trifft also durch alle Parteien hindurch. Also das ist nicht einseitig, aber von der Grundtendenz sind die Teilnehmer in den Gruppen da schon eher konservativ. Also jetzt auch altersmäßig auch ein bisschen älter, nicht so das ganz junge Publikum. Woher wissen Sie, woher diese Posts kommen? Na, es gibt ja immer einen Absender. Aber Sie wissen nicht, wer es erstellt hat? Nein, nein, natürlich nicht. Und die haben es auch entweder zugeschickt bekommen, die machen es ja so wie ich, die leiten es dann einfach nur weiter. Und wenn Ihnen das dann gefällt, an wie viele Leute schicken Sie das dann weiter? Ja, da kommen schon ein paar zusammen. Also, ja. 30, 40. Und von diesen 30, 40, die schicken eventuell das auch wiederum an 30, 40 Leute? Ja. Das geht dann schnell rum. Ja. Und manche Sachen sind ja vielleicht witzig, aber haben irgendwie, sind auch gleichzeitig Fake News, stimmen auch irgendwie nicht. Mhm. Überprüfen Sie das, bevor Sie das weiterschicken? Nö. Peter Thies hält sich nicht für einen Rechtspopulisten oder gar Rassisten. Und trotzdem verschickt er auch solche Botschaften. Deutschland kurz erklärt. Wer Geld hat, wandert aus. Wer kein Geld hat, wandert ein. Oder? Wenn wir Ossis gewusst hätten, dass zu den Bananen die ganzen Pflücker mitkommen, dann hätten wir weiter Rhabarber gefressen. Wie schätzen Sie das ein? Was ist das für Sie? Ja, Ausländer diskriminierend, ganz klar. Und was macht das mit Ihnen, wenn Sie das bekommen auf dem Handy? Also, es ist nicht so, dass ich mich darüber jetzt empöre oder mich darüber entrüste.
Das kann ich nicht sagen. Schicken Sie das auch weiter? Ja. Warum? Also zum einen mache ich ja keine Zensur. Zum anderen muss jeder selber sehen, was er daraus macht oder wie er das aufnimmt. Aber warum? Ich kann aber verstehen, wenn da welche sind, die sich drüber aufregen. Ne? Ich würde nichts von diesen Dingen, die hier sind, weiter was. Und bei den meisten Sachen würde ich auch nicht lachen. Mhm. Woran liegt das? Was ist der Unterschied zwischen uns? Na, ich denke, dass Sie zu viel denken. Also ich lasse das einfach auf mich wirken und gucke jetzt nicht nach allen Seiten nach einem tieferen Sinn dieser Sachen oder wem das gefallen könnte oder wem es nicht gefällt, sondern ist ein durchlaufender Posten. Einfach nur raus damit. Ja. Handynutzer als Superspreader. Kurze emotionalisierende Botschaften verbreiten sich besonders schnell, haben US-Forscher herausgefunden. Sie haben Twitter-Nachrichten über 10 Jahre untersucht. Das Ergebnis? Fakten verbreiten sich im Netz am langsamsten. Fake News sind 6-mal schneller und erreichen 100-mal mehr Menschen im Netz als die Wahrheit. Und noch rasanter sind die politischen Fake News. Sie werden 3-mal schneller geteilt als die unpolitischen Unwahrheiten. Zurück in London. Ich bin auf dem Weg zum Institute for Strategic Dialogue, kurz ISD. ForscherInnen durchleuchten hier systematisch das Netz, holen dunkle Kampagnen ans Licht. Ich habe die Angebote der PR-Agenturen dabei. Darin werben sie für sich und ihr Know-how. Ich zeige Chloe Colliver und ihrem Kollegen Jakob Gohl die Unterlagen. Erweiterte Segmentierung, Microtargeting. Das ist die dunkle Seite der Werbung und der psychografischen Profilerstellung. Damit ist Cambridge Analytica damals berühmt geworden. Sie wollen über das Netz genaue Informationen über Einzelpersonen herausfinden und diese dann sehr gezielt ansprechen. Ich spreche die beiden auf eine Kampagne an, mit der die PR-Profis heute noch werben. Sie hatten konservative Abgeordnete, die gegen einen harten Brexit waren, als Verräter und Krebs der Gesellschaft beschimpft. Einige dieser Politikerinnen mussten vor Gericht gehen, weil sie so viele Morddrohungen erhalten hatten. Sie sollten mit Schlingen gefesselt, vergewaltigt und getötet werden. Schreckliche Drohungen, inspiriert von dieser Art von Sprache. Wir haben eine ähnliche Studie in den USA durchgeführt und festgestellt, dass in beiden großen politischen Parteien vor allem Politikerinnen, aber auch Politiker ethnischer Minderheiten in unverhältnismäßig hohem Maße online belästigt wurden. In Sachsen-Anhalt können wir beobachten, wie AfD und rechtsextreme Plattformen gemeinsam Kampagnen fahren. Rechtsextreme Influencer unterstützen die AfD hier und auf ihren Kanälen. Aber warum sagen wir Lügenpresse? Ich gebe keine Interviews. Wenn Sie Interviews geben, gerne, ich gebe es nicht. Wir haben unsere eigenen Medien, wir brauchen sie nicht mehr lange. In ihren eigenen Medien verbreiten sie ihre eigenen Wahrheiten. Hier begegnen wir auch dem rechtsextremen Chefideologen und Publizisten Götz Kubitschek. Herr Kubitschek, wie finden Sie die Veranstaltung? Gebt doch keine Kommentare. Kein Kommentar? Kubitschek ist Hauptinitiator der sogenannten Widerstandsplattform 1% für unser Land, ein rechtsextremes Sprachrohr für Hetze und Desinformation. Henriette Quader hat erlebt, welche Wucht es hat, wenn beide gemeinsam in einer orchestrierten Aktion auf sie losgehen. Die AfD im Landtag, die Kampagne 1% im Netz. Die Folgen sind bedrohlich. Natürlich ist einer der krassesten Auswüchse, wenn man dann beispielsweise auf Feindeslisten oder Todeslisten von Nazis landet und irgendwann von der Polizei darüber informiert wird. Das ist mein Eintrag. Ich bin eine Linksfaschistin, ich bin eine Denunziantin, ich bin Terroristin, ich bin Kommunistenabschaum. Was ist die Funktion von so einer Feindesliste? Dass Menschen, die bereit sind, Gewalt anzuwenden, die auf der Suche sind nach Zielen, die auf den Tag X warten,
sich bei solchen Listen bedienen können. Genau das ist die Funktion. Die AfD und 1% streiten auf unsere Anfrage hin jegliche Mitverantwortung ab. Es macht mir Angst, dass Politiker dieses Problem kaum im Blick haben. Die deutschen Parteien haben die Risiken digitaler Medien noch nicht verstanden. Sie unterschätzen den Einfluss von Manipulation auf diesen Plattformen. Die Politiker sagen mir, ich sehe keine Hetze, wenn ich Facebook öffne. Und alle anderen, die ich kenne, auch nicht. So groß kann das Problem doch gar nicht sein. Es ist einfach nicht Teil ihrer Medienerfahrung. Aber wollen Sie wissen, wer darüber Bescheid weiß? Jeder Teenager, der Mobbing auf Social Media erlebt hat. Jeder Teenager versteht das. Einen Termin habe ich noch in London. Und der ist speziell. Eine Agentur mit fragwürdigen Verbindungen. New Century Media. Global agierende PR-Agentur mit Kunden in Pakistan, Irak und Russland. Beteiligt am Sturz des Diktators Robert Mugabe in Simbabwe und der britischen Premierministerin Theresa May. NCM soll extrem gut verknüpft sein mit der kremlnahen russischen Elite. Nervös bin ich schon. Was ist, wenn ich nun doch noch auffliege? Sie halten sich für Profis im Schürfen nach Datengold. Die Empörung über den Cambridge Analytica-Skandal interessiert sie nur insofern, als dass sie es raffinierter machen würden. Ach ja, die Aufregung um Cambridge Analytica und diese große Story über Vote Leave, das ist doch alles übertrieben. Sie waren einfach sehr gut darin, Profile zu erstellen. Das ist der ganze Trick. Inzwischen gibt es andere, legale Wege, an diese Informationen zu kommen. Die müssen wir nicht mehr von einem USB-Stick klauen. Hier ist ein Kostenvoranschlag. Kann ich den behalten? Ja. Gut 800.000 Euro muss man zahlen, um eine Kampagne mit digitalem Datengold zu bekommen. Ja. Am Telefon erwähnten Sie eine Datenfirma, mit der Sie zusammenarbeiten, Howard & Associates? Diese Firma wäre eine Option für uns. Wo sitzen die? London. Howard Associates. Es gibt keine öffentlich verfügbaren Daten über Sie. Okay. Und halten Sie die für gut? Sie sind sehr gut. Sie sind die Besten der Welt. Sie haben uns gezeigt, was Sie in Jordanien für die Regierung gemacht haben. Diese Firma arbeitet mit einer ungeheuer leistungsfähigen Software, erfahre ich, die auch von vielen Geheimdiensten verwendet werde. So konnte sie herausfinden, wer hinter den Protesten der Opposition in Jordanien stand. Wer dort wann und mit wem gesprochen hat. Diese Software könne auch für unsere Wahlkampagne in Deutschland eingesetzt werden. Oh, okay. Das ist ein bisschen unheimlich, aber die Software kann ganz normal im Unternehmen benutzt werden. Ja, of course. I was wondering, like, chatting to you. Sorry, we couldn't involve you a bit more. Vier Mitarbeiter bei New Century Media haben einen russischen Hintergrund. Zufall? In einem Vorort von London treffe ich einen Spezialisten für russische Einflussnahme auf westliche Demokratien. Den Journalisten Luke Harding. Meistens, wenn man eine Werbung auf Facebook sieht, weiß man nicht, woher das Geld für diese Werbung kommt. Wer steckt dahinter? Kommt es überhaupt aus Deutschland? Oder war es vielleicht dieser Kerl? Aber wer steckt hinter NCM New Century Media?
Ich habe mich sehr für den russischen Einfluss im Vereinigten Königreich interessiert und so auch für New Century Media von David Burnside. Burnside brachte Spione, Geheimdienstler, russische Mitarbeiter von Putin direkt in das Herz der britischen Politik. Und es stellt sich heraus, dass sie viele Verträge mit Russen haben und zuvor an die konservative Partei gespendet haben. Also, das ist legal. Wir müssen hier korrekt sein. Es ist legal, aber in meinen Augen sieht es extrem fragwürdig aus. Russische Unternehmen bezahlen eine PR-Firma, die wiederum spendet an die konservative Partei und unterstützt rechte Pro-Brexit-Politiker. Was Sie wissen müssen, der Kreml pusht rechte und linke Kräfte. Die gehen dann aufeinander los. Sie wollen die moderate Mitte zerschlagen. Naja, und natürlich die Europäische Union zu Fall bringen. They want to kind of crush the moderate center. Oh, and by the way, try and bring down the European Union as well. Und erkennen die Politiker diese Gefahr? Am liebsten würde ich mich mit meinem eigenen Buch schlagen. Nein, die Politiker wachen nicht auf. Es ist wirklich sehr entmutigend. Während wir mit immer neueren digitalen Techniken konfrontiert sind, hinkt die Politik hinterher. Das Internet verändert Wahlkämpfe, so wie damals die Erfindung des Fernsehens. Das Netz der neuen Möglichkeiten braucht Spielregeln, um Propagandisten und Demagogen nicht das Feld zu überlassen. Ein breites gesellschaftliches Bündnis hat deshalb die deutschen Parteien zu einer Selbstverpflichtung aufgefordert. Wir wollen, dass Sie Folgendes freiwillig erklären. Wir sind eine politische Partei. Wir verurteilen Hassrede und verbreiten keine Lügen. Wir kaufen keine Likes oder Kommentare, um unsere Aussagen in Social Media besser zu platzieren. Wir bezahlen niemanden heimlich dafür, dass er gut über unsere Partei redet. Wenn wir für PR bezahlen, machen wir das transparent. Wenn wir politische Anzeigen im Netz schalten, sagen wir, wie viel wir zahlen und wen wir adressieren, sodass alles transparent ist. Darauf konnten sich die deutschen Parteien aber nicht einigen. Jeder hat jetzt ihren eigenen Kodex, bis auf die AfD. Die reagierten erst gar nicht auf unsere Anfrage. Zwei Unionspolitiker sagten Interviews zu dem Thema kurzfristig ab. Seltsam kopflos, denke ich, und unzureichend. Wir brauchen klare Regeln zur Transparenz. Denn die Transparenz ist das wertvollste Mittel oder das effektivste Mittel, mit dem man auf der einen Seite die Meinung zulässt, aber auf der anderen Seite auch klar macht, wer eine Meinung äußert. Gerade im politischen Wahlkampf muss eben auch zuordnenbar sein. Da stellt man sich mal gerade hin und macht das, was man vorher auch gemacht hat, nämlich man setzt einfache rechtliche Prinzipien durch. Meinungsfreiheit ist ein Gut, das wir nicht gefährden dürfen. Was uns nicht passieren darf, ist, dass wir beim Versuch, Demokratie zu verteidigen, die Demokratie zerstören. London. Mein letzter Termin als Hans-Peter Schwarz bei Austern, Weißwein und Whisky. Die Profis stehen in den Startlöchern. Die Verträge sind aufgesetzt, aber unterschrieben habe ich nicht. Ich habe die Agenturen auch als Journalist angeschrieben, ganz offiziell meine Fragen gestellt. Geantwortet haben sie nie. Reden wollten sie nur mit Hans-Peter Schwarz, dem Wahlkampfmanager einer deutschen Partei. Wow.